Naturkatastrophen, Artensterben, Hungersnöte. Der Klimawandel ist real und betrifft uns alle. Auf Grundlage dessen betonen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen und forschen stets nach neuen klimaneutralen Innovationen, die grüne Technologie. Aber sind solche Innovationen überhaupt die Lösung für den Klimawandel? Um diese Problematik bzw. Lösung zu untersuchen, haben wir uns als Teilnehmer der Sommerakademie im Tagungshaus die Wolfsburg auf den Weg begeben, nicht nur zu Großunternehmen wie ThyssenKrupp, sondern auch zu anderen Expertinnen. Unser erster Stopp führte uns nach Bottrop. Dort steht das 270.000 Quadratmeter große Klärwerk der Emscher Genossenschaft Lippeverband. Das Vorzeigeprojekt zeichnet sich zudem durch ihre vielen grünen Technologien, wie der effizienten Nutzung des Klärschlamms, der Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen aus. Deshalb wird dies auch als Hybridkraftwerk bezeichnet. Eine wichtige Rolle in diesem Hybridkraftwerk spielt die solarthermische Klärschlammtrocknungsanlage. Diese trocknet den Klärschlamm mittels der Sonneneinstrahlung in einem Glashaus. Bei diesem Prozess wird der Schlamm energetisch günstig getrocknet, was durch regelmäßiges Umwälzen geschieht. Dadurch können die im Jahr benötigten 35 Millionen Kilowattstunden Strom über weite Teile des Jahres kompensiert werden. Zugleich können rund 70.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Diese Entwicklung hält auch Manfred Rüther, der Betriebsingenieur, für äußerst relevant. Sind Ihrer Meinung nach grüne Technologien die Lösung gegen den Klimawandel? Wir werden keine andere Alternative als grüne Technologien haben. Primärenergie ist so oder so endlich. Wir haben auch die entsprechenden negativen Folgen, die wir jetzt mehr und mehr spüren. Von daher müssen wir schon versuchen, möglichst grün auch zukünftig dann unsere Energie zu erzeugen. Wie wir gesehen haben, gibt es bereits funktionierende, nachhaltige Systeme. Genauso finden wir Unternehmen, die aktuell probieren, umweltfreundlicher zu werden. Ein Beispiel dafür ist ThyssenKrupp Steel in Duisburg-Hamborn. Sie sind aktuell noch für ca. 2,5% der CO2-Emissionen Deutschlands verantwortlich. Wir haben uns mit Roswitha Becker gemeinsam das ThyssenKrupp Steel-Gelände angeguckt und anschließend uns über Planungen und Visionen ausgetauscht. Hallo Frau Becker, erstmal vielen Dank, dass wir hier heute das Gelände schon betrachten durften und uns angucken durften, was hier alles so passiert und auch vielleicht in Zukunft noch passieren wird. Und ich würde einfach direkt mit der ersten Frage starten, und zwar: Welche grünen Technologien benutzen Sie hier bereits bei ThyssenKrupp und welche wollen Sie vielleicht auch in Zukunft hier erst noch neu einbringen? Gut, grüne Technologien ist jetzt natürlich ein ganz weiter Begriff. Wir machen schon sehr viel, um, sagen wir mal, unsere Emissionen und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir haben zum Beispiel in der Sinter-Anlage eine Tuchfilteranlage, die ausströmende Luft entsprechend filtert. Das heißt, in der Nähe der Tuchfilteranlage haben Sie eigentlich eine noch viel sauberere Luft, als wenn Sie irgendwie in Duisburg in der Stadtmitte wären. Auch im Hochofenprozess, das ist da, wo jetzt speziell bei CO2 die meisten Emissionen entstehen, also 85% aller CO2-Emissionen entstehen durch den Hochofenprozess. Da haben wir schon viele, sagen wir mal, Verbesserungen durchgeführt. Allerdings ist dieser Prozess jetzt wirklich schon so am thermodynamischen Optimum. Das heißt, da können wir jetzt nichts weiter verbessern. Haben Sie da schon konkrete im Sinn, die vielleicht in den nächsten Jahren hier auch dann angewendet werden sollen? Wir haben nicht nur konkrete im Sinn, sondern wir sind schon in der Umsetzung der ersten Maßnahmen auf unserem Transformationspfad. Transformationspfad bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass wir die Hochofentechnologien ersetzen wollen durch eine, das Ganze nennt sich Direktreduktionstechnologie, und natürlich auch alle Prozessschritte nach dem Hochofen entsprechend dekarbonisieren wollen. Der Fokus liegt aber natürlich einfach, weil es der Hauptemittent ist, auf dem Hochofen, und diese CO2-Emissionen entstehen im Wesentlichen dadurch, dass ich Koks und Kohle einsetze, um die Erze vom Sauerstoff zu befreien. Das heißt, der Kohlenstoff aus der Kohle, der schnappt sich dann den Sauerstoff aus den Erzen, und dabei entsteht dann über verschiedene Zwischenstufen dann letztendlich CO2. Und dadurch, dass wir die Kohle zwar auch als Energieträger, aber hauptsächlich auch wirklich als chemischen Reaktionspartner einsetzen, müssen wir da ein komplett neues Verfahren wählen. Und mit dieser sogenannten Direktreduktion ist das möglich, weil man guckt mal, was das Periodensystem so an Elementen bietet, und da bietet sich eben Wasserstoff auch an, um die Eisenerze zu reduzieren.
Und wenn dann der Wasserstoff sich den Sauerstoff von den Erzen nimmt, entsteht eben nicht mehr CO2, sondern H2O, also Wasser. Inwiefern glauben Sie, dass grüne Technologie die Lösung für den Klimawandel ist? Vielleicht auch bezogen hier auf ThyssenKrupp. Ja, wenn man überlegt, dass hier dieses Stahlwerk alleine 2,5% der gesamtdeutschen CO2-Emissionen ausmacht, ist es so, wenn man die Industrie, speziell im Fall auch die Stahlindustrie, dekarbonisiert, dass man dann wirklich einen unheimlichen Hebel hat, die CO2-Emissionen zu minimieren. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass gerade diese Grundstoffindustrie, die auf der anderen Seite ja auch Wirtschaftsmotor ist für Deutschland, dass wir die dekarbonisieren und dass wir zeigen können, dass grüne Technologien möglich sind. Denn wir stehen dahinter. Unser Ziel ist es, auch wirklich CO2-Emissionen zu reduzieren und unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wie können die Energiequellen der Zukunft aussehen? Wer ist für deren Entwicklung zuständig? In der Forschungsanstalt Zentrum für Brennstoffzellentechnik gewährt uns Doktorin Theresa Schredl-Seeker einen Einblick in die Themen Wasserstoff, Brennstoffzellen und Elektrolyse. Als Aninstitut der Uni Duisburg-Essen entwickeln sie mit jungen Köpfen diese Technik, um eine nachhaltige Zukunft zu verwirklichen. Denken Sie denn, dass grüne Technologien die Lösung für die Zukunft oder gegen den Klimawandel sind? Also ich persönlich glaube generell nicht, dass ein immer mehr und einfach immer nur noch mehr Technologien die Lösung sind und die Rettung, sagen wir es mal so, für die Welt. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es ohne clevere Technologien geht. Das heißt, ich glaube, um wirklich so eine grüne Transformation zu erreichen, müssen wir Hand in Hand arbeiten. Wir sollten auch zum Beispiel sozioökonomische Alternativen irgendwie uns vielleicht anschauen, auch vielleicht bestimmte Verhaltensmuster, auch gesamtgesellschaftlich, die wir uns angewöhnt haben und von denen wir gemerkt haben, dass sie ressourcentechnisch dann doch eher nicht so nachhaltig sind, was die planetaren Grenzen angeht. Auch die überdenken. Aber ich glaube, auch in Zukunft werden wir Technologien brauchen und die sollten möglichst clever sein. Und gerade eben hier wieder im Hinblick auf Dekarbonisierung wäre es gut, wenn diese Technologien auf Energieträgern aufbauen, die nicht fossil sind, keinen Kohlenstoff enthalten. Wo würde sich das Unternehmen denn allgemein in 20 Jahren sehen, also in so einem kleinen Zukunftsblick? Ja, also ich würde sagen, auch in 20 Jahren sehen wir uns im Bereich Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Wir wissen natürlich alle nicht, in welchem Maßstab sich bis dahin die Technologien genau entwickelt haben. Wir glauben allerdings in jedem Fall, dass auch in 20 Jahren weiterhin Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig sein wird, um eben diese Technologien möglichst nachhaltig, aber auch zum Beispiel wirtschaftlich sinnvoll und auch einfach im Gesamtsystem sinnvoll in die Anwendung zu bringen. Auf unsere Leitfrage hinsichtlich grüner Technologien hat uns Professor Lohner erklärt, dass zwei Seiten einer Medaille zu betrachten seien. Auf der einen Seite stehe der positive Effekt für das Klima, doch dürfe man nicht vergessen, dass die Rohstoffe teils in Entwicklungs- und Schwellenländern unter schlechten Voraussetzungen abgebaut werden. Insofern brauchen wir natürlich wirtschaftliche Lösungen, politische Lösungen. Es ist ein Faktor, aber es genügt nicht. Neben Organisationen wie Miserior, welche sich für die Menschen einsetzen, gibt es auch Organisationen wie dem NABU. NABU setzt sich unter anderem für das Tierwohl ein. Die Tiere sind nicht nur stark vom Klimawandel betroffen, sondern auch von den grünen Technologien. Also denken Sie, dass grüne Technologien die Lösung für die Klimakrise sind? Teilweise. Pauschal schwer zu beantworten. Es ist ein Konglomerat aus allen möglichen Maßnahmen, die dann durchaus durch die grüne Energie flankiert werden müssen, zwangsläufig. Es ist auch so, dass wir alle ein bisschen zurückstecken müssen und alles geben müssen, dass es gemeinsam erreicht wird. Weil das eine Heilmittel gibt es nicht. Es muss ganz viele Faktoren müssen zusammengeführt werden. Das fängt im kleinen Garten an, indem man vielleicht ein paar Pflanzen stehen lässt, die man sonst abgemäht hätte. Einfach mal für die Schmetterlinge stehen lassen. Brennnesseln sind ganz wichtig für die Schmetterlingsraupen. Das ist eine Futterpflanze. Oder Totholzhaufen. Man muss nicht jedes Laubblatt
irgendwie einsammeln und wegschmeißen und hinterher Kunstdünger kaufen, um seine Pflanzen zu düngen. Nicht nur als Einzelperson kann man sich engagieren. Genauso kann man sich Organisationen wie Fridays for Future anschließen. Der Klimaaktivist Julian Pan hat uns einen Einblick in seine Arbeit gegeben. Er ermutigt uns, sich zusammen für das Klima einzusetzen. Grüne Technologien funktionieren für den Aktivisten nur in Kombination mit sozialen und globalen Aspekten. Wenn zum Höchstzeitpunkt 1,5 Millionen Menschen in Deutschland an einem Tag auf der Straße stehen, überall, da kann die Politik wirklich schlecht sagen, ist uns egal. Weil das sind ja auch deren WählerInnen, deren zukünftige WählerInnen. Das sind Leute, die, wenn sie nichts tun, sauer auf die sind und die dann schlechte Stimmung machen. Das heißt, man kann auch außerhalb von einer Partei ziemlich viel in die Politik bewegen. Und Demonstrationen sind auch nur ein Weg dahin. Experten und Expertinnen sind sich sicher, dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten bzw. zu stoppen sei. Deswegen wird in politischen Bereichen, unter anderem im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, von Klimaanpassung gesprochen, um besser mit den Symptomen und Auswirkungen des Klimawandels umgehen zu können. Denken Sie, dass grüne Technologien alleine ausreichen, um die Klimakrise zu lösen? Ja, das sicherlich nicht. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir nur über letztendlich Technologien mit den Problemen klarkommen können, die uns treffen. Dafür sind die Probleme letztendlich auch zu groß und zu sozial, kulturell auch verhaftet. Also wir brauchen auch einen sozialen Wandel an der Stelle. Und auch hier ist die Politik gefragt, natürlich gute Anreize und Strukturen zu schaffen, damit es allen, die sich klimafreundlich verhalten wollen, auch leicht gemacht wird. Da muss man über finanzielle Anreize nachdenken, Steuern natürlich, aber von daher nein, Technologie wird uns nicht alleinig retten können. Gerade an die jungen Leute, wir brauchen so dringend gut ausgebildete Fachkräfte, wir brauchen so dringend frische Ideen, wie man Sachen ganz anders machen kann, wir brauchen disruptive Innovationen. Und deswegen mein Appell, bringt euch ein und wenn ihr auch eine schöne Idee habt, dann sagt nicht, das ist irgendwie das ist eine Spinnerei oder lasst euch das nicht ausreden, sondern versucht es einfach mal, auch ein Unternehmen zu gründen, einfach mal mit eurer Geschäftsidee das auszuprobieren. Yay! Nice. Sind grüne Technologien jetzt überhaupt die Lösung für den Klimawandel? Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass grüne Technologien notwendig sind, um den Klimawandel zu bekämpfen. Grüne Technologien bringen aber immer noch Vorteile als auch Nachteile mit sich, weshalb politische, globale und soziale Aspekte mit einbezogen werden müssen. Grüne Technologien sind zwar klimaneutral, dennoch werden zur Herstellung dieser Systeme Entwicklungsländer sogar ausgebeutet. Um Veränderungen einzuleiten, müssen wir Menschen unser Bewusstsein hinsichtlich der Umwelt reflektieren. Jede umweltbewusste Initiative, egal wie klein oder groß sie auch sein mag, ist entscheidend, um den Klimawandel hinauszuzögern und Grenzen einzuhalten. Wir fördern Wertschätzung für unsere gemeinsame Zukunft und innovative Ansätze, die diese unter menschenwürdigen Bedingungen schützt.